Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Man ist nicht einer Meinung, aber immerhin, man redet miteinander. Außenminister Steinmeier und sein russischer Amtskollege Lavrov haben in Jekaterinburg über den Krieg in Syrien gesprochen. Steinmeier betonte die Verantwortung Russlands, dass die syrischen Regierungstruppen militärisch unterstützt, und forderte eine Waffenruhe für Aleppo. Zur Sprache kamen aber auch der Konflikt in der Ukraine. Das russische Fernsehen überträgt die Pressekonferenz der Außenminister live aus Jekaterinburg. Trotz der immer wieder aufflammenden Kämpfe in der Ostukraine halten beide Außenminister an dem Minsker Abkommen fest. Obgleich das Abkommen immer wieder gebrochen wird und sich die Konfliktparteien auf beiden Seiten der Frontlinie eingegraben haben, gibt es für Bundesaußenminister Steinmeier keine Alternative. Nur durch gemeinsame Gespräche ließen sich die Probleme in der Ostukraine lösen. Steinmeier spricht auch den angeblichen Anschlag ukrainischer Saboteure auf der Krim an. Dabei wurden vor einer Woche Handgranaten und Sprengstoff sichergestellt. Die Beweise liegen auf dem Tisch, sagt Lavrov, und beschuldigt die ukrainische Regierung, hinter dem angeblichen Sabotageakt zu stehen. Der deutsche Außenminister will abwarten, bis die Ermittlungsergebnisse von beiden Seiten, von russischer und ukrainischer Seite, vorliegen. Bis dahin müsse man alles tun, um eine weitere Verschärfung der Situation zu verhindern. Zu dem Steinmeier-Vorschlag einer Luftbrücke für die in Aleppo eingeschlossenen Menschen sagt der russische Außenminister, man habe bereits Korridore für die Zivilbevölkerung geschaffen. Eine feste Zusage für eine Waffenruhe, die über die von Russland zugesagten 3 Stunden täglich hinausgeht, gibt Lavrov nicht. Was Syrien angeht, da sind sich beide einig, besteht noch Gesprächsbedarf mit allen beteiligten Parteien. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu hat der Europäischen Union Türkei-Feindlichkeit vorgeworfen. Der Bild-Zeitung sagte er, trotz massiver Anstrengungen seines Landes, alle Bedingungen für einen Beitritt zu erfüllen, gebe es im Gegenzug Drohungen und Beleidigungen. Wenn den Türken im Oktober nicht Visafreiheit gewährt wäre, dann lasse Ankara das Flüchtlingsabkommen platzen. Die Europäische Union macht unter anderem eine Änderung des umstrittenen Terrorgesetzes zur Bedingung. In Istanbul hat die Polizei einem Medienbericht zufolge Razzien in 3 Gerichten durchgeführt. Dabei sind offenbar mehrere Menschen festgenommen worden. Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit Haftbefehlen gegen 173 türkische Justizangestellte. Sie werden beschuldigt, in den gescheiterten Militärputsch vor einem Monat verwickelt zu sein. Auch Wohnungen von Verdächtigen seien durchsucht worden. Von den nigerianischen Schülerinnen, die vor mehr als 2 Jahren von der Terrororganisation Boko Haram entführt wurden, gibt es wieder ein Lebenszeichen. Einige von ihnen sind in einem Video zu sehen, das die Islamisten verbreitet haben. Darin wird die Freilassung von inhaftierten Boko Haram-Mitgliedern im Austausch gegen die Mädchen gefordert. Die Terroristen hatten im April 2014 276 Schülerinnen aus dem Ort Chibok verschleppt. Sie sind sich sicher? Das gestern veröffentlichte Video der Terrororganisation Boko Haram ist echt. Eltern der von den Islamisten entführten Mädchen aus dem nigerianischen Ort Chibok haben die in dem Video gezeigten Schülerinnen zweifelsfrei identifiziert. Wo wurdest du entführt? In Chibok. Wie lange wirst du hier schon festgehalten? 2 Jahre. Das Mädchen, das in diesem Video spricht, ist meine Tochter. Da gibt es keinen Zweifel für mich. Das ist eindeutig. Und im Hintergrund habe ich 2 weitere Mädchen erkannt, die auch aus unserem Ort stammen. Mit dem Propagandafilm will die islamistische Terrororganisation Druck auf die nigerianische Regierung ausüben. Sie zwingen das Mädchen dazu, einen Gefangenenaustausch zu fordern. Die Schülerinnen würden nur freikommen, wenn im Gegenzug inhaftierte Boko Haram-Kämpfer freigelassen würden. Für die Eltern ist es das erste Lebenszeichen ihrer entführten Kinder seit Monaten. Das ist für mich die erhoffte Bestätigung, dass noch viele der sogenannten Chibok-Mädchen am Leben sind, dass sie nicht tot sind, wie man uns glauben machen wollte, um es unter den Teppich zu kehren. Die Entführung der Mädchen vor mehr als 2 Jahren hatte weltweit Proteste ausgelöst. Die Regierung sagte, sie stehe in Kontakt mit Boko Haram. Sie wolle die Echtheit des Videos überprüfen.
In der US-Großstadt Milwaukee ist bei 9 gewaltsamen Protesten es in der Nacht ein Mensch angeschossen worden. Polizisten gingen gegen eine Menschenmenge vor, aus der mit Gegenständen geworfen und Schüsse abgegeben wurden. Bereits in der Nacht auf Sonntag hatte es heftige Krawalle gegeben. Fahrzeuge und Geschäfte wurden in Brand gesetzt, nachdem ein Polizist einen 23-Jährigen bei einer Verfolgungsjagd erschossen hatte. Wie die Behörden inzwischen mitteilten, waren beide Beteiligten Schwarze. Die Lage in den überschwemmten Gebieten im US-Bundesstaat Louisiana bleibt angespannt. Präsident Obama rief den Notstand für einige Regionen aus. Tausende von Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden und suchen in Notunterkünften Schutz. Mindestens 4 Menschen kamen ums Leben. Heftige Regenfälle hatten mehrere Flüsse über die Ufer treten lassen. Ganze Stadtviertel wurden von den Wassermassen eingeschlossen. Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Patienten gestärkt. Wer im Krankenhaus eine Chefarztbehandlung vereinbart, darf nicht ohne weiteres von einem anderen Mediziner operiert werden. In diesem Fall fehle die wirksame Einwilligung des Patienten, so das Urteil des BGH. Dabei sei es unerheblich, ob die OP korrekt durchgeführt wird oder nicht. Ein Vorbild an Professionalität und ein Riesensympathieträger, das ist für Fußball-Bundestrainer Löw. Lukas Podolski. 129 Länderspiele, 48 Tore für Deutschland und 2014 Weltmeister. Podolski bildete zusammen mit Bastian Schweinsteiger das Duo Poldi und Schweini, das zur WM im eigenen Land 2006 den Kader aufmischte. Und jetzt tut Poldi es Schweini gleich und erklärt seinen Rücktritt aus der Nationalelf. Und das war die Tagesschau um 3. Wir melden uns um 4 wieder. Bis dahin.